Also ich könnte mich hier niemals entspannen. Nein, nein, nein. Ach, was soll's, ist halb so wild. Autsch, irgendwas Petrige beißt. Ach du Digger, die nur ein Sumpfstechling. Der Sumpfstechling flog direkt in Chompas Mund. Ich glaub nicht, dass der gut schmeckt, Chompa. Er piekste Chompa und flog wieder aus dem Mund heraus. Ja. Schön scharf. Sieht aus, als hättest du dem Stechling Angst eingejagt. Oh nein, er kommt wieder zurück. Und er hat alle seine Freunde mitgebracht. Weg! Ah! Am Matschepampe-Pfuhl vergnügten sich Ruby und Tria immer noch bei ihrem ausgiebigen Bad. Und Spike war schon so entspannt, dass er fast einschlief. Nur Sarah saß am Rand und warf Steine in den Schlamm. Das ist ja sowas von langweilig. Dabei könnte ich jetzt mit den anderen Spaß haben. Doch in der Höhle ging es alles andere als spaßig zu. Die kleinen Freunde wurden von einem großen Schwarm Sumpfstechlinge verfolgt. Zum Glück fanden sie einen Felsspalt und retteten sich in eine kleinere Höhle. Sumpfstechlinge uns nicht erfolgt. Dann sind wir in Sicherheit. Chompa ging einige Schritte rückwärts und fiel plötzlich hin. Er war mitten im Maul eines riesigen Dinosaurier-Skeletts gelandet. Voller Schrecken rannten die Freunde aus ihrem Versteck und sofort waren die Sumpfstechlinge wieder hinter ihnen her. Chompa, Littlefoot, Ducky und Petri flohen zum Höhlenausgang. Aber erst als sie in ein Gebüsch sprangen, verloren die Insekten ihre Spur. Alles in Ordnung? Mit euch? Habt ihr das Gerippe gesehen? Es hatte keine Zähne mehr. Keine Sorge, Chompa. Du hast ja noch deinen Zahn. Vielleicht kann Ruby dir helfen, ihn wieder festzumachen. Aber nicht, wenn wir sie nicht finden. Meine Schnüffelnase hat uns in die Höhle geführt. Oh nein, vielleicht fällt ja meine Nase als nächstes ab. Oh. Hey, warum habe ich da nicht schon früher dran gedacht? Klettern wir auf den Ausguckfelsen. Großvater hat gesagt, von da oben kann man das ganze große Tal sehen. Die vier Freunde machten sich an den langen, steilen Aufstieg zum Gipfel. Wir haben fast geschafft! Wir haben fast geschafft! Der Weg zur Spitze war sehr schmal und ängstlich blickten die vier immer wieder in die Tiefe. Plötzlich verlor Ducky das Gleichgewicht. Sie war kurz davor, in den Abgrund zu stürzen.